Hallo, in diesem Video wollen wir ein weiteres Gesetz der Subjunktion kennenlernen, und zwar den Modus Tollens. Ja, der Modus Tollens steht in den gelben Kasten hier unten und der lautet also folgendermaßen: Gegeben sei eine Subjunktion A subjungiert B. Das heißt, A ist die erste Aussage in dieser Subjunktion und B die zweite. So, wenn jetzt die Subjunktion wahr ist und wenn B, also die zweite Aussage hier, falsch ist, dann folgt daraus, dass A falsch ist, ja, wobei A die erste Aussage in dieser Subjunktion ist. Gut, bevor wir mit dem Beispiel anfangen, beweisen wir den Modus Tollens mal eben, und zwar mit Hilfe der Wertetabelle der Subjunktion. Das ist ganz einfach. Und zwar wird ja hier zunächst einmal gefordert, dass B falsch ist. Ja, hier vorne. Dann gucke ich nach, wo ist B falsch? Das ist in der ersten Zeile und in der dritten Zeile. Ja, das heißt, die zweite und die vierte Zeile, die müsst ihr euch jetzt mal komplett wegdenken. Die sind jetzt praktisch nicht da, nur die erste und dritte Zeile. So, jetzt untersuche ich die erste und dritte Zeile, ob dort auch die Subjunktion wahr ist. Ne? Denn hier steht hier ein und, die muss also auch noch wahr sein. Gut, untersuche ich mal die erste und dritte Zeile. Also hier habe ich ein wahr und hier ein falsch. Das heißt, es bleibt nur noch die erste Zeile übrig. Ja, also wenn hier diese Bedingung erfüllt ist, das heißt, diese Bedingungsmenge, es sind ja zwei, ja, wenn diese Bedingung hier erfüllt ist, dann befinde ich mich in der ersten Zeile. So, was kann ich jetzt daraus folgern? Also zunächst einmal sehe ich, dass B falsch ist, aber das brauche ich ja nicht folgern, das ist ja schon gegeben. Ja? Außerdem sehe ich, dass die Subjunktion wahr ist, aber das brauche ich ja auch nicht folgern, das ist ja schon gegeben. Ja, da bleibt nur noch A übrig, das heißt, ich kann folgern, A ist verkehrt, also falsch. Ja, und deshalb schreibe ich hier hin, ich folge daraus nicht A, ja, oder A ist falsch, kann ich auch sagen. Ja, und schon haben wir den Modus Tollens bewiesen. Gut, also, wozu kann man den Modus Tollens benutzen? Ja, der ist ja ursprünglich von den Philosophen entwickelt worden. Und ihr wisst ja alle, die Philosophen, die sind unendlich faul. Ja? Die meisten sind sogar zu faul, um morgens aus dem Fenster zu gucken, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Und deshalb haben die sich diesen Modus Tollens einfallen lassen. Ja, ich benutze den auch immer, ich bin auch Philosoph. Und zwar, ich gucke immer, wenn mein Nachbar morgens in die Tiefgarage geht. Ja, dann gucke ich immer, ob der einen Schirm hat. Und wenn der einen Schirm dabei hat, dann frage ich den immer, ob der Schirm kaputt ist. Ja, das habe ich jetzt ein Jahr lang gemacht. Ich habe ihn dann immer, wenn er einen Schirm in der Hand hatte, habe ich ihn einfach gefragt, ob der Schirm kaputt ist. Ja, und da hat er mich irgendwann gefragt, sag mal, warum fragst du mich immer, wenn ich einen Schirm dabei habe morgens, ne, ob der Schirm kaputt ist? Ja, ich sag, das ist Logik. Ne? Ich erkläre dir das mal. Ja, dann nehmen wir wieder das Standardbeispiel, das kennt ihr aus den vorigen Videos. Das besteht aus den Aussagen, wir haben schönes Wetter. Ja, das ist jedes Wetter ohne Niederschlag. Aussage B ist, der Schirm ist kaputt. Das wird jeden Morgen überprüft, bevor man aus dem Haus geht. Und wenn der Schirm kaputt ist, wird der sofort zur Reparatur gebracht, zur Schnellreparatur, und er wird auch sofort repariert. Ja, und die dritte Aussage ist, ein Mann hat einen Schirm dabei. Ja, die drei Aussagen nehmen wir wieder. Gut, und jetzt kommen wir zu dem Verfahren, wie ich ermitteln kann, welches Wetter draußen ist. Also zunächst einmal gucke ich, ob mein Nachbar einen Schirm dabei hat. Ja, Aussage C, das ist hier diese Subjunktion. Ja, so, wenn er keinen Schirm dabei hat, dann weiß ich ja, draußen ist schönes Wetter, ne? Denn sonst hätte er ja einen Schirm dabei. Wenn jetzt aber C wahr ist, also diese Subjunktion, ja, dann hat er einen Schirm dabei, aber dann muss ich unterscheiden. Ja, der kann ja aus zwei Gründen Schirm dabei haben, einmal weil es regnet
oder weil der Schirm kaputt ist und er bringt ihn gerade zur Reparatur. Also frage ich ihn, ob der Schirm kaputt ist, ja, und dann sagt er meistens, nein, der ist nicht kaputt, also nicht B, sagt er dann, ja, und dann weiß ich, draußen regnet es. Er hat den Schirm dabei, nicht weil er kaputt ist, sondern weil es regnet. Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Ja, und Regen heißt eben kein schönes Wetter, also nicht A. Ja, daraus folgt nicht A. Gut, natürlich kommt es ganz selten mal vor, dass ich ihm frage, ist dein Schirm kaputt? Und er sagt ja. Das heißt dann also, dieses B ist wahr. Ja, dann kann ich nichts daraus folgern. Ich weiß dann nicht, ob ich gutes oder schlechtes Wetter habe. Da versagt also der Modus Tollens. Ja, aber das kommt ja selten vor, denn so oft geht ja ein Schirm nicht kaputt. Also, ich fasse den Modus Tollens nochmal zusammen. Wenn eine Subjunktion wahr ist, also der Mann hat einen Schirm dabei, und B ist falsch, ja, das heißt, der Schirm ist nicht kaputt, dann folgt daraus nicht A. Ja, das heißt, wir haben kein schönes Wetter. Ja, ist auch vollkommen logisch, wenn jemand einen Schirm dabei hat, A subjungiert B, wenn er einen Schirm dabei hat, der nicht kaputt ist, ja, dann gibt es nur einen Grund, warum man einen Schirm dabei hat, der nicht kaputt ist. Und das ist der Grund, dass es draußen regnet, also kein schönes Wetter. Ja, damit sind wir am Ende. Auf Wiedersehen.